für Arbeitsplätze und unternehmerischen Erfolg. Bildung braucht Freiheit für unsere Kinder und unsere Lebensqualität. Gesundheit braucht Freiheit für eine intelligente Gesundheitsfürsorge. Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen in unserem tollen neuen Kino hier in Rastatt im Forum Cinema. Eine Bereicherung für Rastatt und eine tolle Investition. Frau Hohle, und es ist anders genug, dass ich mir dachte, man muss das mal hier nutzen und hier eine solche Veranstaltung machen. Ich freue mich, dass Sie so vielseitig gekommen sind, aus allen Ecken unseres Wahlkreises, der ja von Au am Rhein bis runter über Rastatt, gar genau, bis Vorbach geht. Ich darf Sie also ganz herzlich begrüßen zu unserem spannenden, glaube ich, und interessanten Kinoabend mit dem Kinofilm über Steve Jobs. Und ich möchte an der Stelle jetzt erstmal begrüßen unseren Landesvorsitzenden, Europaabgeordneten Michael Theurer. Darf ich dich bitten, mit nach vorne zu kommen zu mir? Weiterhin darf ich noch unseren Zweitkandidaten, Herrn Stefan Hartmann, hier Leiter der Rossi Apotheke aus Rastatt, auch bitten, mit nach vorne zu kommen. Ja, Sie sind sicher alle auch gespannt. Wir werden hier nachher den interessanten und kontrastreichen Film über Steve Jobs sehen. Als Steve Jobs mit zwei Freunden im Jahr 1976 die Firma Apple gründete, hat niemand ahnen können, wie er mit seinen Produkten die Welt verändern wird. So wie wenige Menschen vor ihm. Steve Jobs hat nicht nur das wohl erfolgreichste Tech-Unternehmen aller Zeit gegründet, er ist auch eines der größten Vorbilder für Gründer und Unternehmer in unserer Zeit. Das Unternehmen beschäftigt im September 2015 rund 110.000 Mitarbeiter und zählt auf der Liste der Financial Times zu den wertvollsten Unternehmen dieser Welt. Wirtschaft braucht Freiheit, der Slogan, unser Slogan der FDP. Und der Werdegang von Steve Jobs verkörpern auch beispielhaft den Erfolg eines Visionärs, der mit Leidenschaft neue Ideen entdeckte und vor allen Dingen auch ihren Wert erkannte. Trotz Fehler und Rückschlägen hat er nie aufgegeben. Er hat immer an seine Ideen geglaubt. In dem Film nimmt uns schon Steve Jobs mit in das Epizentrum der digitalen Revolution. Und das ist, was uns heute auch beschäftigt. Wir erleben zurzeit einen der größten Umbrüche in der Wirtschaftsgeschichte. In Zukunft werden so gut wie alle Arbeitsplätze digitalisiert sein. Vom Facharbeiter über den Handwerker bis hin zur Altenpflege. In allen Berufen, in allen Bereichen wird Digitalisierung Einzug halten. Auch in den klassischen Industriezweigen, im Bereich der Automobilindustrie oder des Maschinenbaus, geht ein Großteil der Innovationen schon heute auf die Digitalisierung zurück, auf die Vernetzung und auf die Virtualisierung. Diese Entwicklung nennt man unter dem Schlagwort Industrie 4.0 und sie wird nicht nur Großunternehmen beeinflussen, sondern gerade auch den Mittelstand. Sie ist groß umfassend. Und jetzt zurück zu unserem Slogan, Wirtschaft braucht Freiheit. Michael Theurer, warum ist das so? Also Freiheit ermöglicht überhaupt erst die wirtschaftliche Aktivität, aber bevor wir dann nachher den Film sehen, es gäbe genügend Menschen, Persönlichkeiten, über die ein Film gedreht werden sollte oder kann. Wenn wir beispielsweise bei Steve Jobs bleiben, beim Apple, wir alle kennen das Apple Signet, die Marke mit dem Apfel, wo ein Stück fehlt. Dieses Design kommt aus dem Schwarzwald, was viele nicht wissen, von Frog Design damals aus Altensteig. Das wäre aber spannend, darüber einen Film zu drehen. Aber für mich sind vor allen Dingen auch diejenigen kleinen und mittleren Unternehmer filmfähig oder filmwürdig, die es eben dann nicht geschafft haben, 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Aber wenn ich mir anschaue, 23 Millionen Unternehmen in der Europäischen Union haben weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt,
Viele kleine Unternehmen schaffen natürlich genauso viele Arbeitsplätze, aber nur dann, wenn die Rahmenbedingungen günstig sind. Und genau. Wenn man da mit den Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, dann klagen sie vor allen Dingen über Bürokratie, etwa hier in der Rheinschiene, die Erwerbsobstbauern bei Mindestlohn, bei den Dokumentationspflichten, auch in der Gastronomie. Da war ich jetzt gerade erst wieder in einem Unternehmen. Deshalb braucht Wirtschaft Freiheit. Ja. Ein weiterer Slogan. Oder Wirtschaft braucht Freiheit, es braucht aber auch die Arbeitsplätze und die Facharbeiter. Es braucht die Menschen, die auch dann diese Arbeitsplätze in Anspruch nehmen oder die ausgebildet sind, gut ausgebildet sind für diese Arbeitsplätze. Und damit kommen wir auch zum Thema Bildung. Eigentlich die Frage auch, warum Bildung Freiheit braucht. Das ist ja auch ein unserer Themen in unserem Wahlkampf hier. Bildung braucht Freiheit. Und ich denke, ich möchte die Wahl haben können, auf welche Schule mein Kind geht. Und das setzt voraus, dass die Schulen, die verschiedenen Schulen, auch voneinander unabhängig existieren. Jetzt haben wir ja nun die Gemeinschaftsschule. Das ist ein wichtiger Baustein vielleicht auch für einige Kinder, für die das Richtige ist. Aber es ist uns ganz wichtig, dass wir die anderen Schulen, die Schulformen auch erhalten. Dass wir also die Realschule, die sehr gute Arbeit leistet, und die Gymnasien vor allen Dingen, dass die genauso gefördert werden, dass die gerade auch, was die Lehrerausbildung betrifft, die Lehrerausbildung im IT-Bereich. Heute ist es ja so, dass die Kinder in der Schule den Lehrern eigentlich das beibringen, was so Vernetzung heißt und was die sozialen Netzwerke und wie man mit dem Ding so umgeht. Und da müssen auch die Lehrer besser ausgebildet werden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir uns für einsetzen. Hast du da noch Ergänzungen? Naja, ich denke zum Beispiel an meine eigene Schulzeit zurück. Das macht ja jeder gerne. Die ist jetzt auch schon eine Weile her, wie man meiner Frisur unschwer erkennen kann. Damals ging es um die Frage, ob man Taschenrechner anschafft für die Klasse. Texas Instruments, die waren damals höllisch teuer. Heute kriegt man die für wenige Euros. Wenn man sich mal überlegt, welchen Technologiesprung wir da hatten. Ich gehöre noch zu den ersten Jahrgängen, die PC-Unterricht bekamen bereits. Wir haben noch programmiert, stolz, mit Basic am PC Commodore 128. Ich habe ihn aufgehoben. Der ist jetzt ganz schön viel wert, ein Museumsstück. Steht bei mir noch oben auf dem Dachboden, aber wenn wir mal generell reingucken, nein, leider ist Deutschland, was die Digital Economy angeht, nur auf dem Mittelplatz. Die Europäische Kommission hat jetzt eine Studie, ein Ranking veröffentlicht. Da lagen wir auf Platz 9 für die größte Volkswirtschaft in Europa. Ein schlechter Platz. Wir sind zwar einen Platz nach vorne gekommen, aber Dänemark, Niederlande, Schweden, Finnland, die liegen alle vor uns. Und das heißt, da muss ich was tun. In der Bildung natürlich ganz klar. Und hier sagen wir, das kriegt man nicht durch eine Einheitsschule, eine Gemeinschaftsschule hin. Wir wollen gleiche Chancen für alle, aber gleiche Chancen heißt nicht gleiche Schule. Genau. Die Kinder sind unterschiedlich. Es gibt Stärken und Schwächen. Also in der Biografie von Steve Jobs hat mir eine Anekdote wirklich gut gefallen. Steve Jobs arbeitet ja schon als Schüler an solchen Forschungsprojekten, gibt es bei uns ja auch, Jugend forscht. Und einmal hat ein Teil gefehlt und da hat er dann den Vorstandsvorsitzenden angerufen, der dieses großen Konzerns, ich glaube GE war es, und sagte, er braucht dieses Teil, sonst kann er seine Erfindung nicht machen. So viel Mut hatte er, so viel Selbstvertrauen hatte er und wir wollen ein Bildungssystem, das junge Menschen, das unsere Kinder so selbstbewusst macht, dass sie sich zutrauen, da anzurufen und dann kann jeder von uns ein Steve Jobs werden. Super. Ja, und Bildung heißt ja auch Lebensqualität. Ist die Basis für erfolgreich hinterher zu leben, auch unser Wohlstand ist die Basis, die Bildung. Aber es gibt noch andere Faktoren, die für Lebensqualität verantwortlich sind, zum Beispiel die Gesundheit. Warum ist das so, Stefan? Ja, die Gesundheit braucht auch Freiheit, das ist natürlich mein großes Thema. Wir haben das Problem zunehmend, dass wir gerade auf dem Land immer schlechter versorgt werden mit Ärzten, mit Apotheken. Und das wollen wir unterbinden. Es gab ja schon von der FDP in der Vergangenheit mehrere Aktionen in der Richtung. Zum Beispiel zahlen die Apotheker gemeinsam in einen Fonds ein, dass eben auch die Landapotheken unterstützt werden. Aber das geht alles noch nicht weit genug. Wir müssen da noch viel mehr arbeiten dran. Eine Idee ist natürlich noch mehr Anreize zu schaffen für die Apotheken und Ärzte auf dem Land. Und eben auch die Digitalisierung, wo wir ein Thema wären, dass man eben auch über das sogenannte E-Health dafür sorgen kann, dass man eben auch in Zukunft besser mit dem Arzt Kontakt hält, vielleicht seine Blutdruckwerte oder Blutzuckerwerte direkt zum Arzt schicken kann. Das alles natürlich immer unter der Voraussetzung, dass der Datenschutz gewährt wird.
Und wir hoffen, dass sich da in Zukunft was tut und dafür wollen wir eintreten. Ein weiteres Thema, was uns gerade hier in der Region immer mehr beschäftigt, ist, dass die Zeiten, die der Notarzt braucht, deutlich angestiegen sind. Also die erforderliche Zeit wird in vielen Fällen nicht eingehalten. Das liegt natürlich nicht an den Notärzten und an den Rettungssanitätern, sondern es liegt an der Ausrüstung. Es wird immer mehr gespart, es wird immer mehr eingespart, personell oder auch von den Geräten, von den Standorten, die ist gar nicht mehr zu realisieren auf dem Land. Da müssen wir, das ist unsere große Idee, da mehr dagegen zu halten. Aktuell ist auch noch eben diese Lieferengpässe. Wir in der Apotheke erleben das jetzt vermehrt, gerade bei Zytostatika oder bei Impfstoffen. Es sind große Lieferschwierigkeiten, eine Folge von den rigiden Sparmaßnahmen der Krankenkassen und auch der Politik. Und auch da müssen wir wieder für mehr Flexibilität sorgen. Toll, vielen Dank. Ja, Michael, es gibt schon viele gute Gründe. Wirtschaft braucht Freiheit, Bildung braucht Freiheit, Gesundheit braucht Freiheit. Das sind schon einige Gründe, die für die FDP sprechen. Gibt es noch andere? Auf jeden Fall. Also ich kann da direkt da anknüpfen an dem, was Herr Hartmann sagte. Heute Morgen zum Beispiel waren wir bei Roche Diagnostics in Mannheim. Spannende Firma, auch noch im Familienbesitz. Wenn wir in Zukunft in Deutschland und in Europa ein höheres Maß an Wohlstand haben wollen, dann brauchen wir innovative Unternehmen und die brauchen günstige Rahmenbedingungen. Und es beginnt natürlich im Land, das setzt sich aber über Bund und Europa fort. Und das Entscheidende ist, dass wir in dem Zusammenhang dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht erdrosselt wird durch Bürokratie, das haben wir bereits genannt, dass die Bildung stimmt, das haben wir auch schon angerissen. Und das Dritte ist natürlich die Infrastruktur. Und bei der Infrastruktur brauchen wir moderne Verkehrsinfrastruktur, Schiene, Straße, zum Beispiel hier die Rheinschiene, aber eben die Schiene so ausgebaut, dass sie auch für die Bürgerinnen und Bürger erträglich ist mit Lärmschutz. Wir brauchen auch Straßenbau. Da kann es nicht sein, dass unser Verkehrsminister Winne Herrmann 100 Millionen nicht abruft. Und er selber sagt, es seien nur 20. Aber auch das war zu viel. Stell dir vor, es gibt Geld in Berlin und es wird nicht abgerufen, obwohl viele Bürgerinnen und Bürger dringend auf eine Umgehungsstraße warten. Und das Dritte, natürlich ganz klar die Übertragungskapazitäten. Was bringt denn E-Health? Was bringt denn autonomes Fahren? Die Bewegbilder müssen ja auch übertragen werden. Und ich habe immer gedacht, das ist nur ein Problem jetzt im Kreis Freudenstadt, im Schwarzwald oben, im badischen Teil des Kniebis, wo eine Richtfunkstrecke mal zusammenbrach von Vodafone, wo ich mich darum gekümmert habe, dass die wieder in Gang kommt, über das Brüsseler Vodafone-Büro, sondern nein, auch Gewerbegebiete etwa in Mannheim haben nicht eine Übertragungskapazität von 50 Megabit pro Sekunde, Download, Upload, und da muss man sagen, da muss sich dringend was tun. Wir müssen den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft schaffen, auch durch die Mobilisierung privaten Kapitals, und um das Ganze anzureizen, hat ja die FDP im Wahlprogramm vorgeschlagen, 1 Milliarde Euro aus der Landesstiftung zu mobilisieren, damit jeder Bürger einen Zugang zu schnellem Internet bekommt. Genau. Hier für die Region ist ja auch interessant der Flughafen, ganz wichtig für die Mobilität heute und die Flexibilität auch der Arbeitsplätze. Und dass hier jetzt auch eine schnelle und effiziente Verbindung gebaut wird von der Autobahn zum Flughafen und die Autos sich nicht mehr durch Hügelsheim quälen. Und das ist also ein Unding. Das muss also dringend gemacht werden und dafür setzen wir uns auch hier vor Ort ein. Vielen Dank, Michael. Ich wollte das relativ kurz halten, unser Parteiprogramm, und wollte gerne überleiten zum Film. Insofern, dass ich noch ein bisschen was kurz über meine Politik vielleicht, was die Region betrifft, erzählen wollte. Steve Jobs, den Film, den wir gleich sehen, das ist ein faszinierendes Charakterporträt, mit der eigentlich die Höhepunkte und auch Tiefen im Leben des Apple-Gründers zeigt. Und der Film, der setzt sich ziemlich kritisch mit der Figur von Steve Jobs auseinander. Ein Mensch mit Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen. Und das ist das Interessante an dem Film. Das ist kein rosa-rote Brille-Film. Das ist kein Ist-doch-alles-gut-Film. Das ist kein kritisches Porträt. Und deswegen habe ich den auch mit ausgesucht und schätze diesen Film auch, weil er etwas mit meiner Politik zu tun hat. Zumindest damit, wie ich Politik machen möchte. Ich möchte keine populistischen Verallgemeinerungen. Ich möchte keine Pauschallösungen. Auf viele Fragen gibt es keine pauschalen, schnellen, einfachen Antworten. Ich möchte keine Basta-Politik, kein Kindermädchenstaat, der alles für mich entscheidet und mir vorschreibt, wie ich zu leben habe und was ich zu essen habe. Wir von der FDP vertrauen
auf den erwachsenen Bürger. Auf den Bürger, der selbst entscheiden kann. Der selbst entscheiden kann und verantwortlich ist für sein Leben. Der Verantwortung übernimmt und auch eigenständig handelt. Der selbst weiß, was für ihn gut ist. Und nicht darauf wartet, dass der Staat ihm sagt, was für ihn gut sein soll. Keine Politik, die ihm vorschreibt, wie er zu leben hat, was er zu essen hat, wie er zu... Selber als Mensch mit zwei Beinen im Leben stehst. Und deshalb bin ich auch gerne heute Abend hierher gekommen. Herzlichen Dank. Darf ich dir noch ein Buch machen? Du warst letztes Mal hier und hast in der Sibylle-Augusta-Buchhandlung von Max Brod etwas gekauft. Und dann haben wir doch auch gemeinsam ein schönes Buch gefunden. Die Frau, nach der man sich sehnt. Von Max Brod. Sie sitzt zu Hause nun. Ja. Darf ich dir das noch sagen? Vielen Dank. Arbeitsplätze und unternehmerischen Erfolg. Bildung braucht Freiheit für unsere Kinder und unsere Lebensqualität. Gesundheit braucht Freiheit für eine intelligente Gesundheitsfürsorge.